GameTastical. Gaming is our passion. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei GameTastical. Also hier ist Raphael und ich habe heute wieder einen kleinen Vlog für euch. Diesmal mit wieder Neuigkeiten. Ich war heute Morgen beim Arzt, weil meine Heiserkeit immer noch nicht besser geworden ist. Das habt ihr sicherlich in den Videos schon gemerkt. Und ja, deswegen war ich heute Morgen nochmal bei der Hausärztin. Die hat dann gesagt, da brauchen wir jetzt gar nichts machen, da müssen wir direkt weiter zum HNO-Arzt, weil das ja jetzt auch schon ein paar Wochen anhält, die Heiserkeit, nach der Erkältung, witzigerweise. Der HNO-Arzt damals, als ich krank geworden bin, hatte ich ja schon mal angerufen, war ja auch krank, auch erkältet. Und er war heute genauso wie ich, immer noch heiser. Scheint also ziemlich krass der jetzt zu sein. Er sagte halt, Kehlkopf ist auf jeden Fall entzündet. Woher das Ganze kommt, weiß er nicht. Kann er noch nicht sagen, können Viren sein, können Bakterien sein, kann die Magensäure sein, die in der Nacht dadurch, dass die irgendwelche Muskeln nicht richtig zuschließen, in den Hals kommt und dadurch sich das Ganze reizt natürlich und entzündet am Kehlkopf und an den Stimmbändern. Deswegen die Stimme weiterhin rau, nicht optimal. Die Stimme ist nicht so, wie ich sie haben will. Die Stimme ist nicht so, wie ihr sie wahrscheinlich haben wollt. Ist einfach derzeit wirklich schwierig auch für mich. Man macht sich natürlich auch so ein bisschen Gedanken. Vor allen Dingen, wenn man wie ich gerne später auch in Sprechberufen sich vorstellen könnte zu arbeiten. Deswegen ist man natürlich schon darauf bedacht, dass man seine Stimme dann schon optimal auch wieder hinbekommt irgendwie. Und deswegen war ich, wie gesagt, beim Arzt auch mein ganzes Umfeld immer wieder. Oh ja, du bist ja immer noch heiser. Und man macht sich einfach irgendwann selber Gedanken, weil das kann ja sonst was sein. Da sitzt man im Wartezimmer, steht da erstmal ganz lang und breit Kehlkopfkrebs, Frühwarnzeichen und solche Geschichten, da denkst du natürlich auch geil. Und dann steht da, das Alter ist gesunken von 50 bis 70 Jahren auf mittlerweile schon unter 35. Und dann dachte ich mir so, da kommt natürlich Freude auf. Man macht sich auf alles gefasst, wenn man dann schon länger nicht richtig reden kann. Deswegen, das schlägt dann ein bisschen auch immer auf die Stimmung natürlich. Am Ende war es die Kehlkopfentzündung, zumindest jetzt, Stand jetzt. Muss ich 3 Medikamente nehmen. 2 Wochen lang, wenn es nicht besser wird, darf ich wieder antanzen. Dann wird nochmal genau geschaut mit dem Endoskop, was denn so im Hals los ist und warum die Stimme denn nicht optimal ist. Und ich höre mich auch wie so ein Raucher, der seit 40 Jahren raucht. So eine Raucherstimme, und das ist nicht das, was sein soll. Kann auch an einer Überbelastung der Stimme liegen, das Ganze. Sprich, ich werde immer in den Videos ja sowieso laut. Würde mich wirklich nicht wundern. Und dass ich einfach falsch laut werde. Das heißt, ich falsch schreie. So kann man die Stimme einfach wirklich auch massiv überbelasten. Und das kann natürlich dann auch zu solchen Problemen führen. Der Arzt hat mir dringend geraten, weniger zu reden. Vor allem das Schreien auch auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, lieber ganz einzustellen. Das haben wir natürlich ein Problem, was die Videos angeht. Ihr wisst, ich bin ein emotionaler Typ in den Videos. Ich will nicht so kommentieren, wie das viele andere machen. Jetzt ist der am Ball. Ja, Robin am Ball. Robin schießt. Jawohl, 1-0. Sehr schön. Machen wir weiter so. 2-0, wunderbar. 2-1, Manchester spannend. Das ist nicht meine Art. Das könnt ihr bei vielen anderen YouTubern sehen, aber nicht bei mir. Ich bin da immer mit Leib und Seele dabei. Und deswegen werden wir die Videos reduzieren, den Uploadplan. Wie genau die einzelnen Videotage aussehen werden, kann ich euch nicht sagen. Solange ich jetzt aber noch krank bin, werde ich es nicht schaffen, 3 Videos stellenweise am Tag hochzuladen. Wir werden versuchen, alle Serien fortzuführen. Das Ganze dann aber so machen, dass eben jeden Tag eine andere Serie kommt. Das heißt, ihr müsst dann auf die einzelnen Serien länger warten. Vielleicht ist es für euch auch angenehmer, ich weiß es nicht. Ich hatte schon länger im Kopf, dass wir vielleicht zu viele Uploads machen. Jetzt werden wir sehen, wie sich das Ganze auswirken wird. Mehr oder weniger ungewollt, definitiv ungewollt. Ich würde gerne die Videos machen. Aber es geht einfach nicht. Man muss auch einfach mal vernünftig sein. Ich habe damals ja angefangen, nach den 6 Wochen, wo ich wirklich auch rausgefallen war, und dann, es ging langsam los, dass man sich wirklich auch Gedanken gemacht hat, die Aufrufe sind dann gesunken und dann denkt man, scheiße, musst du wieder was machen, und diesen Druck, den möchte ich mir jetzt auch nicht machen, und vor allem nicht im Hinblick auf die Gesundheit einfach auch. Erstmal jetzt bedenken, dass das Ganze wieder fit werden muss, meine Stimme soll wieder dahin, wo sie war, und damit wir auch in Zukunft wieder mit vollen Emotionen dabei sein können und auch wieder, mit weniger Problemen beim Reden, vor allen Dingen, wenn ich laut rede auch, ist die Stimme einfach nicht voll da. Das merkt man, dann blechert sie ein bisschen aus. Und manchmal husten in den Videos, das ist auch immer. Dadurch, dass der Kehlkopf gereizt ist,
Hier kriege ich Hustenreiz oder so, muss ich mich räuspern. Und das ist einfach, das ist nicht gut. Und ich kann auch nicht während dem Video ständig Bonbons lutschen oder trinken. Das ist einfach nicht möglich. Deswegen würde es pro Tag ein Video kommen. Ich versuche es zumindest. Wenn es Tage gibt, wo ich sage, heute ist nicht gut, dann werden wir es lassen müssen mit dem einen Video. Dazu würde ich euch bitten, einmal ganz wichtig bei Social Media Seiten vorbeizuschauen, Facebook und Twitter. Da werdet ihr immer auf dem Laufenden bleiben. Und ja, so viel dazu auch mal. Warum Far Cry heute noch nicht kam, kann ich euch auch sagen. Hängt damit zusammen, dass Manu auch krank ist. Grippe. Seine Freundin auch, deswegen kommt er erst. Er ist erst heute irgendwie aus Holland zurückgekommen. Deswegen kommt Far Cry heute noch nicht. Ab Donnerstag soll es weitergehen. Ich habe ihm gesagt, wenn er es heute schafft, kann er es bringen. Wenn er es nicht schafft, kann er den gerne den Tag noch rausholen und dazu nutzen, einfach die Videos dann für die Zukunft schon wieder aufzunehmen, damit dann alles reibungslos läuft. Hund, Ruhe. Damit dann alles reibungslos läuft. Hunde, ihr wisst Bescheid. Damit dann bei Manu auch wieder alles reibungslos läuft. Und ja, Flo ist derzeit auch extrem beschäftigt. Der ist ja derzeit im Stress wegen seinen Examen. Und ja, der macht das auch die Werbung diese Woche nicht, habe ich ihm auch gesagt. Brauchst du nicht machen, Flo, darüber werde ich mich kümmern. Konzentrier du dich mal auf die Uni. So haben wir das vereinbart und so wird das auch jetzt erstmal bleiben diese Woche. Ansonsten werden wir im Hintergrund ein bisschen arbeiten. Ich habe mir vorgestellt, den neuen Kanal-Trailer auf jeden Fall zu machen, vielleicht ein Intro zu kreieren für unseren Kanal, ein neues. Das sind alles Sachen, die ich machen kann, wenn ich keine Videos machen kann. Schneidarbeit und diese ganzen Geschichten. Denn das macht mir natürlich auch Spaß. Das gehört auch dazu, hier zu der YouTube-Geschichte oder Bildbearbeitung, auch da sich ein bisschen weiterzubilden, um einfach auch ja, weiter zu wachsen in dem, was man tut. Das werde ich dann machen die nächsten Tage und versuchen, meine Stimme so weit es geht zu schonen. Vor allen Dingen nicht so zu schreien. Ja, das ist ganz wichtig in den Videos. Zu Hause bin ich eigentlich ruhig, ich rede aber auch sehr gerne. Deswegen ist dieses Video auch schon wieder 7 Minuten lang, weil ich einfach so lange reden kann. Und ja, dann sehen wir mal, wo es weitergeht. Wie gesagt, wichtig ist, dass der Kehlkopf, dass die Entzündung zurückgeht. Auch geil war, eine witzige Story nochmal, wegen dem Arzt. Ich habe ja die ganze Zeit, um die Stimme wieder auf Vordermann zu bringen, Ingwertee getrunken und Mentholbonbons gelutscht. Heute kam ich dann hin, sagte also, wovon ich ihn dringend abraten muss, sind natürlich Ingwertee, also scharfe Speisen und Getränke. Und Menthol, der Menthol trocknet den Hals aus. Und ja, die anderen scharfen Sachen reizen den Hals zu sehr. Und ich dachte mir so, wow, geil, immer alles richtig gemacht, sehr schön. Ja, jetzt sind wir dann auf selber umgestiegen. Und dann schauen wir mal, wie es wird. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Facebook, Twitter, liked uns, folgt uns da, damit ihr nichts verpasst von GameTastical.de. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Heute wird es kein Video geben, außer diesem Vlog. Morgen wird es dann geben. Vermutlich Madden. Weil die Madden-Serie muss, Madden ist noch die wichtigste Serie, die Denver Broncos, weil das mit der Abstimmung zusammenhängt. Die ist gerade so gut im Gange. Dann werden wir danach FIFA bringen und Donnerstag vielleicht irgendwie so. Wir kriegen es auf jeden Fall hin. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Freue mich auf eure Kommentare zu dem Video und hoffe, ihr seid nicht allzu sauer oder böse. Und dann sehen wir uns morgen bei Madden. Bei Denver Broncos bei Madden 15, NFL 15 wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen, euer Raphael von GameTastical.de.